Herzlich willkommen bei einer etwas verzögerten Präsentation unserer Summa 2019. Ich bin hier in dem schönen Stift St. Peter, in der Erzabtei St. Peter in Salzburg, anlässlich des Erscheinen unseres Jahresberichts, der Summa. Dieses Mal nicht in weiß, sondern in der knalligen Farbe blau mit dem Hashtag Wach. Das war unser Jahresmotto für 2019. Die Summa ist aufgebaut nach den verschiedenen Bereichen, wo Ordensgemeinschaften Österreich aktiv sind. Hier haben wir noch als kleine Reminiszenz, weil wir dieses Jahr ja eine Ordenskonferenz geworden sind, aus der Superiorenkonferenz und aus der Vereinigung der Frauenorden, historische Fotos am Anfang gestellt. Sieht man zum Beispiel zum Bereich Soziales. Die gibt es auch online jetzt unter Publikationen www.ordensgemeinschaften.at abzurufen unter Publikationen Summa. Und in der Summa gibt es auch immer einen Teil mit den Zahlen. Und wir haben uns heute hier zusammengesetzt mit dem Herrn Erzabt, der aufgrund der geltenden Regelungen in Distanz eines Schreibtisches mir gegenüber sitzt. Ich werde jetzt einfach einmal umschalten. So, herzlich grüß Gott, Herr Erzabt. Sie sind jetzt voll im Bild. Wir haben, wie schon gesagt, die Publikation, die Summa, vorgestellt kurz. Darin sind auch Zahlen zu finden. Was gibt es zu den Zahlen 2019 zu sagen, Herr Erzabt? Ja, zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott an alle aus Salzburg. Ich bin hier in meinem Arbeitszimmer und habe die Freude und die Ehre, das Jahrbuch 2019, die Summa 2019 vorstellen zu dürfen. Ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis beginnen. 2016 war ich bei einer großen internationalen Wahl dabei und mit dem in gleicher Weise banalen wie auch bedeutungsschweren Satz, die Zahlen sind die Zahlen, in numeri sono in numeri, hat der Wahlleiter, der Abt von Monte Cassino, einen Wahlgang, der eigentlich zu einem deutlichen Ergebnis geführt hat, noch einmal wiederholen lassen, weil die Zahlen eben nicht gestimmt haben, weil einige Äbte bei diesem Kongress unangemeldet die Aula verlassen hatten und das Quorum dann nicht mehr gestimmt hat. Was heißt das? Die Zahlen sind die Zahlen. Zahlen sind etwas, was sehr nüchtern betrachtet werden kann. Zahlen müssen vor allem aber stimmen und müssen verlässlich sein. Ich möchte allen, die dazu beigetragen haben, danken, dass dieses Jahrbuch erstellt werden konnte. Also die vielen, die die Zahlen geliefert haben, die sie verarbeitet haben und die sie vor allem auch in einer sehr ansprechenden Weise dargestellt haben. Was bedeutet das, Zahlen? In der Heiligen Schrift des Ersten Bundes hat man fast den Eindruck, dass man damals nichts lieber getan hat, als zu zählen. Es gibt sogar das Buch Numeri, das Buch der Zahlen. Das ist eine Art Truppenschau. König David hat fast ein schlechtes Gewissen, als er seine Truppen, seine Krieger zählt. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil er nicht auf Gott vertraut, sondern eher den eigenen Beständen vertraut und nicht so sehr der Obsorge Gottes. Für mich ist wichtig, dass diese Zahlen eben auch immer gedeutet werden, dass sie ihre Bedeutung gewinnen, indem wir sie auch interpretieren. Nun, was sind für mich die Erkenntnisse dieser Zahlen, die Ihnen ja vorliegen? Zum einen, wir werden etwas weniger. Insgesamt bei ca. 4.900 Mitgliedern unserer Konferenz sind wir um 5% weniger geworden. Das sind 233 Personen, Menschen, Schwestern und Brüder aus Ordensgemeinschaften, die ihren Weg vollendet haben, die
ja, eigentlich dorthin gekommen sind und gegangen sind, wo sie ein Leben lang hin unterwegs waren. Sie sind zu Gott gegangen. Das ist eine Tatsache, aber das entspricht eigentlich auch unserer demografischen Erfahrung, dass wir eine überalterte Gesellschaft sind und natürlich auch weniger werden. Zum Zweiten gibt es aber auch sehr hoffnungsvolle Zeichen, wir werden auch mehr. Und zwar gibt es sowohl bei den Männern, vor allem aber auch bei den Frauen, mehr Schwestern und Brüder, die sich verbindlich auf den Weg der Gottsuche gemacht haben. Es sind bei den Männern um einen mehr geworden, das ist jetzt nicht so viel im Jahr 2019, aber bei den Frauen 13 Schwestern, die ewige Profess, also ewige Gelübde abgelegt haben. Das finde ich besonders schön und ermutigend und es zeigt, dass diese Trends natürlich nicht immer nur in eine Richtung gehen, sondern in viele unterschiedliche Richtungen auch verweisen. Ob wir sie richtig deuten, das ist noch eine andere Frage, aber ich denke, es ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dass in dieser Weise nicht alle anderen Player so ohne weiteres aufweisen können. Und zum Dritten möchte ich sagen, dass Zahlen eben auch letztlich immer nur ein Parameter sind, das heißt eine Art Nebenmaß. Ich muss vor allem immer vergleichen, wie war das vorher, früher, in früheren Jahren, Jahrzehnten und in welche Richtung gehen denn diese Zahlen. Und ich finde es eben entscheidend, dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen und eben auch die entsprechenden Entscheidungen treffen. Also mein Fazit, ich blicke bei allem erkennbaren Wandel und bei dem zahlenmäßigen Rückgang letztlich optimistisch in die Zukunft der Ordensgemeinschaften und erinnere mich auch an das Wort Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es kommt nicht auf die Quantität an, sondern natürlich auch auf die Qualität. Das heißt, dass wir spannende Persönlichkeiten in unseren Reihen haben. Schwestern und Brüder, die ihre Frau, ihren Mann stehen in dem Umfeld, wo sie eben tätig sind. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und ausschlaggebend sind für mich letztlich nicht diese Zahlen, die natürlich eine trockene Sprache sprechen, sondern es ist das Vertrauen, das wir in diese Menschen setzen, das Vertrauen in Gott, der letztlich auch aus diesen Zahlen spricht und der sich nicht verbergen kann. Unser Auftrag lautet schlicht und ergreifend, aus den Zahlen eben die richtigen Schlüsse und Entscheidungen zu ziehen. Ordensleute gehören eben nicht zur Profession der pragmatisierten Erbsenzähler, der kleinlichen Krämerseelen oder der beamteten Bedeutungsbedenkenträger, von denen es ohnehin viel zu viele gibt, sondern Ordensleute gehören zur kirchlichen Gattung der Propheten, das heißt der Mutmacherinnen und Mutmacher, der Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger. Und die waren leider schon immer rar in der Kirche und in der Gesellschaft. Und so kann ich nur wiederholen, die Zahlen sind nur die Zahlen oder eben die Zahlen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Herzabt. Ich darf kurz noch die so generellen Zahlen kurz präsentieren. Es sind mit Stand 2019 gibt es 192 Ordensgemeinschaften in Österreich, also die Mitglieder der Österreichischen Ordenskonferenz sind, unter dem Vorsitz eben von Herrn Erzabt, 4.691 Ordensleute insgesamt, 235 Ordensschulen, 23 Ordensspitäler, 35 Bildungseinrichtungen, 500 Archive und Bibliotheken und 28 Exerzitien und Bildungshäuser. So kurz in der Summe, ich darf noch einmal verweisen auf dieses Buch,
das soeben erschienen ist und demnächst auch vielleicht bei dem einen oder anderen Zuseher, Zuseherin im Postkasten landen wird, zu finden ist. Weil heute ich die Rolle des Präsentators bzw. des Journalisten auch übernehmen muss oder darf, darf ich ein paar kleine Fragen stellen zur derzeitigen Situation einfach der Orden. So wechseln wir gleich wieder das Bild. Lieber Herr Erzabt, wir haben auch gehört jetzt, dass es 23 Ordensspitäler gibt, die sicher jetzt auch in der Corona-Zeit gefordert waren. Wie geht es überhaupt den Ordensgemeinschaften in Österreich in dieser doch herausfordernden Zeit mit diesem Coronavirus? Zunächst einmal hat man ja den Eindruck, dass Ordensleute eine Art Sonderwelt darstellen und eine eigene Kaste. Gerade Corona zeigt uns, dass wir eben keine Ausnahme sind, dass wir genauso betroffen sind von den Maßnahmen, die gesetzt werden mussten oder gesetzt werden müssen. Und das trifft uns alle. Und das tut uns vielleicht auch allen gut. Aber dennoch, vieles lässt sich eben in Zahlen darstellen. Ich denke jetzt ganz besonders eben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in den Spitälern, in unseren Betrieben und auch sonst haben, also die jetzt nicht im eigenen Sinne Ordensleute sind, aber die sehr vieles von diesem Ordenscharisma weitergeben. Also ganz besonders in den Spitälern, die natürlich besondere Herausforderungen haben und hatten und denen ich einfach aus ganzem Herzen danke, dass sie weit mehr, als sie sonst leisten müssten, geleistet haben und die vielen Menschen in dieser schwierigen Zeit einfach durch ihr Dasein, durch ihre Geduld, durch ihre Kompetenz Trost und Mut geschenkt haben. Wir alle wissen nicht, wie es weitergeht. Wir alle können eigentlich nur darauf vertrauen, dass es wieder ein, dass wir wieder zurückfinden in das alltägliche Leben, in das normale Leben, wie es auch gerne formuliert wird, aber eben in eine Wirklichkeit, die diese außerordentlichen Maßnahmen, die gesetzt werden mussten, eben überwinden. Ich möchte aber auch ganz besonders erwähnen, dass es ja auch vieles gibt, was man nicht in Zahlen gießen kann. Also ich denke an die Schulen, der Beitrag der Ordensschulen, der ein ganz wichtiger Beitrag eben ist für unsere Gesellschaft, für das Heranwachsen der nächsten Generationen. Das ist, sind die Menschen, die einmal unser System auch tragen werden müssen und die hier wirklich gut eben auch ja, das, was wir Bildung nennen, eben weitertragen. Und da bin ich beim nächsten Stichwort Kultur und Bildung. Das kann man eben leider überhaupt nicht in Zahlen fassen und dennoch ist es wichtig, dass das geleistet wird. In unseren Archiven, in unseren Kunstsammlungen. Ja. Kunst ist nicht bezifferbar in unseren Bibliotheken. Es ist nicht bezifferbar, wie viel wir lesen. Wir müssen es eben nur verstehen. Und dass das gemacht werden kann, deshalb müssen alle Instrumente und Mittel eben zur Verfügung stehen. Und hier ist, soweit ich es eben weiß, wirklich der Betrieb aufrechterhalten worden. Das gilt nicht nur für mein Kloster, sondern für die meisten Klöster eben auch. Aber wir schauen natürlich mit Sorge auch auf die vielen anderen Menschen, die jetzt nicht im Umfeld von Ordensgemeinschaften leben können, die solche Maßnahmen der Schließungen, der Kurzzeitarbeitslösungen, ja vielleicht auch der Kündigungen, das natürlich auch annehmen müssen. Wir sind nicht, eben nicht in einer Sonderwelt, sondern in einer grundsätzlichen allgemeinen Solidarität. Wir können nur gemeinsam dieses Virus besiegen und hoffen, dass wir eben die richtigen Schlüsse ziehen. Danke.
Herr Erzabt. Es gibt ja auch noch ein Projekt, das die Ordensgemeinschaften derzeit mit den Laptops machen. Können Sie dazu etwas noch sagen? Das Projekt Hashtag ordentlich lernen ist ein besonders wertvolles Engagement, wie ich meine, dass wir den vielen mittellosen Eltern oder Kindern, je nachdem, eben die Instrumente, die Computer, die Laptops, die iPhones zur Verfügung stellen, dass sie Zugang haben zu den Möglichkeiten der Bildungsweitergabe. Ich denke, das ist von eminenter Wichtigkeit und hier darf nicht gespart werden. Hier haben wir alle unsere Mittel eingesetzt. Es wurden teilweise natürlich auch überflüssige oder ausrangierte, schon ältere Modelle wiederbelebt. Immerhin, das ist eine Hoffnung, aber es wurden auch viele Computer neu eben angeschafft, soweit das eben möglich ist. Aber unser Auftrag ist es eben, Bildung weiterzugeben und fruchtbar zu machen für unsere Gegenwart und vor allem für unsere Zukunft. Dankeschön, Herr Erzabt. So, ich bin fast am Ende unserer kleinen Präsentation, in dieser etwas anderen Konstellation. Ich glaube, vielleicht auch für den Herrn Erzabt schon. Uns ist es natürlich viel lieber, wenn wir mit realen Personen und Journalisten und Journalistinnen sprechen können. Noch einmal den Hinweis, die Summa gibt es auch als PDF unter Publikationen Summa. Zu dieser Präsentation gibt es auch eine Pressemappe. Die Pressemappe finden Sie unter Presseraum. Presseraum-Downloads, da gibt es einen Link dazu. Unter anderem ist nicht nur das Statement vom Herrn Erzabt zu finden, sondern auch von der stellvertretenden Vorsitzenden Franziska Bruckner, Schwester Franziska Bruckner. Die Zahl natürlich, eine kurze Zusammenfassung, diese schöne Karte ist dort auch zu finden und auch eine Aufgliederung unserer wichtigsten Kennzahlen, hinter der, so wie der Herr Erzabt sagt, viel Engagement, sehr viel Herzblut steckt, auch in dieser Pressemappe. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag aus der Erzabtei St. Peter in Salzburg.